Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu... Ich kann hier festhängen, interessant. Interessant. Okay, willkommen zurück zu Golden Sun 2. Letztes Mal sind wir im Gaia-Felsen angekommen. Wir waren bereits mal im Bora-Felsen, genau. Und hier sind wir im Gaia-Felsen oder auch Mikage-Berg oder wie auch immer auf der Suche nach einem Mann, jungen Mann namens Zazu, der hier eine Schlange töten möchte, um seine Freundin zu retten. Ich sollte aufhören, hin und her zu rennen, wenn Monster in der Nähe sind. Könnte mir irgendwie nervige Kämpfe ersparen. Die machen echt nicht schlecht Schaden. Ich weiß nicht, ob das in unserer Ausrüstung liegt oder ob die einfach unterlevelt. Ich behaupte mal, wir sind einfach unterlevelt. Könnte ich mir nämlich gut vorstellen, da ich, einige Kämpfe auch ausgelassen habe. Und mir also die stärkste Psyche und vor den Kopf und so. Nee, muss. worauf wollte ich halt hinaus? Genau, ja. Wir suchen. Wir machen das jetzt hier so. Punkt, Ende aus. Das ist ein Altar, da wollte ich jetzt nicht. Wir haben letztes Mal hier zwei Gänge geöffnet. Könnten jetzt entweder nach links oder nach rechts gehen. Normalerweise würde ich nach links gehen, weil das ist wie beim Lesen von links nach rechts. Aber ich gehe jetzt erstmal nach rechts. Weil fuck das System oder sowas. Keine Ahnung. Haben wir hier irgendwas, was uns weiterhilft? Oder müssen wir erst auf die linke Seite gehen? Oder vielleicht müssen wir erst auf die rechte Seite gehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir... Oh, neue Monster. Höllenhund. Schön. Ich wollte ja immer noch nachgucken, habe ich mich immer noch nicht gemacht, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir diesen Stab des Anubis bekommen haben. Zweimal. auch wenn wir ihn eigentlich nicht mehr haben. Aber ich wollte vor allen Dingen auch mal nachgucken, ob wir vielleicht sonst noch irgendwelche Gegner mal so Gegenstände droppen. Wie gesagt, von zwei Gegenständen weiß ich noch, die gedroppt werden. Sehr spät im Spiel erst, weil das sind dann so ziemlich zwei der stärksten Waffen, die man kriegen kann. Also meine ich. Ich glaube, eins ist ein Stab, eins ist eine Keule. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Könnte sein, dass beides Stäbe waren. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls da erinnere ich mich noch an die Gegner, die das droppen. Und ich meine sogar noch, wo die sind. Ah, na, guck mal einer an. Das hier sieht so aus, als bräuchte ich vielleicht ein kleines bisschen Hilfe von Cosmo. Von Cosmo. okay. Okay, ich glaube, ich musste hier sogar zuerst hin. Weil hier geht es nicht weiter. Also entweder habe ich wieder einen Gang übersehen oder ich muss jetzt auf die linke Seite und von da aus irgendwie weiter. Zyklonschlag. Und Säurebart. Stirb, du komischer zweiköpfiger Hund. Höllenhund mit zwei Köpfen. Wieso zwei? Wieso nicht drei? da hätten wir ihn Fluffy nennen können. Oder auch nicht. Man könnte ihn auch Hubert nennen. Ich weiß nicht, wieso man einen Hund Hubert nennen sollte. Mache ich da so. So, so, so. Mensch. Wobei ein Hund namens Hubert wäre doch schon schön. Am besten da wirklich mit drei Köpfen, kann auch Feuer speien und weiß nicht. Und der ist dann Hubert. Warum ich einen dreiköpfigen, feuerspeienden Hund namens Hubert will, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Das war halt wieder so eine meiner spontanen Ideen. Ja, sowas kommt dabei raus, wenn man mich einfach mal reden lässt. Gut, ne? Ich bin ja schon still. Aber dann wäre das Ganze hier sinnlos. Ah! Der scheiß Monster geht mir auf den Sack. So ein kleines bisschen. Das Schönste wäre, wenn jetzt einfach mal alle drauf geht. Mist, ich habe mit Aaron den Falschen anvisiert. Da war ich wieder zu schnell beim Klicken. Bin ich ja gerne mal. So, wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, wir könnten eigentlich direkt zum Boss laufen. Ohne den ganzen Krimskrams hier zu machen. Allerdings hatte ich auch gesagt, dass das gar nicht mal so eine schlaue Idee wäre. Man kann es schaffen, ja. Wenn ich mich vorher auf Level, weiß nicht, 30 oder so trainiere. Keine Ahnung, wie stark ich da sein muss. Aber so sind wir jedenfalls viel zu schwach für den Boss. Da wir ihn erst schwächen müssen und dafür machen wir dann praktisch diesen gesamten Dungeon hier. Hoffe ich überhaupt gerade richtig? Ich weiß es nicht, ich werde es rausfinden müssen. Auf jeden Fall scheine ich irgendwo hinzukommen. Das sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Okay, ein einzelner Feuerwurm, den kriege ich ja wohl noch hin, ne?
Ich hätte übrigens gern ein bisschen stärkere Heilung, weil irgendwie 100 auf alle, das ist zwar schön, aber da geht mehr. Ich erinnere mich noch an Mia. Ach, ihre Heilung war so. Was bist du denn? Umbra Arboris. Ich erinnere mich an Mias Heilung. Sie war so unwahrscheinlich stark. Ich glaube, die zweite Form von... Ich glaube, Wunschquelle war es, ne? Wunsch und Wunschquelle. Ich meine, Wunschquelle hatte direkt irgendwie 200 schon auf alle geheilt oder so. Hat dafür wahrscheinlich auch mehr PP verbraucht, aber bei Mia war es überhaupt kein Problem. Die hatte Unmengen an PP. Ja, wobei, Boljana ist auch nicht schlimm, ne? Hat auch noch. Und wir haben ja noch zwei Psy-Kristalle, die ich natürlich nicht gerne dafür verschwenden würde. Cosmo, mach mal zu Blumen. So. Ein Loch. Und das da ist unser Endboss. Spoiler, ja, nee, aber das ist die Mikage-Schlange. Oder wie ich sie wahrscheinlich einfach nennen werde, Orochi. Da ist wieder ein Altar für einen gewissen tanzenden Kumpel von uns. Okay, für den linken. Wie kriege ich den rechten weg? Weiß nicht. Hör ich jedenfalls, ja, es wird Licht und wir... Ich weiß nicht, die Schlange ist da irgendwie am Wasser trinken oder was das sein soll und scheinbar gefällt sie nicht so gut, wenn da Licht auf das Wasser fällt. Wahrscheinlich reflektiert es und sie wird geblendet, das findet sie voll nicht geil. Oder so ähnlich. Ja, das Ganze hat auch etwas mit... Ups, was mache ich denn hier? Es sind drei Gegner, da habe ich ruhig ein bisschen fester drauf. Das Ganze hat auch mit dieser... Ich weiß ja gar nicht, ob es eine japanische, eine chinesische oder was auch immer für ein Landlegende ist. Ich glaube, es ist japanisch, aber kann ich nie sagen, ob das richtig ist. Jedenfalls hat auch mit dieser Legende von Orochi zu tun, was die Schlange da trinkt. Das werden wir auch noch nicht erfahren. Nein, in diesem Spiel ist es ein bisschen was anderes wahrscheinlich, weil ansonsten nicht jugendfrei oder sowas. Wobei, das ist auch Bullshit eigentlich, ne? Na, wobei, ich kenne die Zinsen in Deutschland. Ich würde es ihnen zutrauen. So, wo geht's denn hier noch lang? Und wo müssen wir überhaupt? Ja, wobei, wo wir lang müssen, ist offensichtlich, nämlich diesen Weg hier. Gibt ja nur einen. Und den Weg zum Boss. Mensch, immer diese Gegnerhorden. Habe ich eigentlich... Ja, wir haben... Oh, wir haben auch schon Gaia. Ja, erstmal Tonspitze zu erreichen. Hier ein bisschen Strahl und ein bisschen. Ich mag Plasma. Und Polar. Ich weiß nicht, ob wir Polar schon mal gesehen haben. Einfach mal ein paar Animationen angucken. Fällt gerade ein, haben wir uns die ganzen Beschwörungen schon mal angeguckt, die wir noch haben. Ein Loch habe ich gezeigt, die wir beim letzten Mal, glaube ich. Vorletztes Mal. Irgendwann. Aber wir haben noch die ganzen Vierer-Gin-Beschwörungen. Mal sehen. Gericht hatten wir noch nicht, da bin ich mir sicher. Meteor hatten wir. Wisst ihr was? Kann jetzt auch für die nächsten Gegner mit sehr schnell killen, deswegen mache ich das mal. So. Schön die ganzen Gins jetzt mal auf Standby. Kann hier zuklonen. Oh, eine Irrsinnsblüte. Okay. Haben wir, ist das so, oder? Ja, ihr seid Blüte. Haben wir direkt ein gutes Opfer für Gericht und für Meteor und für Thor und für Boreas. Oh, das wird wehtun. Thor! Du geiler Gott. Ich finde, Thor sieht echt cool aus hier. Und ich meine, hey, es ist Thor. Sie hätten auch Odin nehmen können, aber es ist Thor. Thor ist cool. So, Irrsinnsblüte, Herr, greift du nur an. Meteor haben wir zwar schon gesehen, aber gleich nochmal. Ich bin gespannt, wie viel die Blüte aushält. Ich behaupte, spätestens nach der nächsten ist sie weg. Ich glaube, als nächstes müsste er im Gericht kommen, weil Felix schneller ist. Falls Meteor sie nicht killt. Was habe ich denn erwartet? Und ein Heiltrank. Schön. Ah, und da muss ich hin, ne? Ah, ich sehe schon, was das hier ist. Da ist wieder so eine Mauer, wo wir runtergeboxt werden, wenn wir den falschen Weg gehen. Also hoffe ich einfach mal auf Anhieb den richtigen Weg zu finden. Und ja, ich rate gerade, ich weiß den nicht auswendig, aber ich nehme einfach wieder den längsten wie immer und hoffe, dass es stimmt. Und das scheint zu funktionieren. So, L noch Wirbelwind? Ja, L ist Wirbelwind. Das ist gut.
Und ich hätte gerade gerne genau das. Um noch Gericht. Verteidigen, verteidigen. Und Boreas auszuprobieren. Na gut, die. Ohne die Djinns ist Felix sogar langsamer. Und Aaron kriegt ziemlich auf den Sack. Gericht. Ja, den kennen wir. Wobei, die kennen wir alle schon aus Golden Sun 1, ne? Naja, ist auch egal. Ich mag Gericht einfach, weil es geil aussieht. Und weil es wahrscheinlich normalerweise die Welt zerstören würde, aber hey, das. Darum braucht man sich ja nicht so scheren. Ist ja nur die Welt, auf der wir auch noch sind. Und der lebt sogar noch. Nicht schlecht. Ja, jetzt gleich nicht mehr. Boreas, aber bei den haben wir auch schon gesehen. Den habe ich, glaube ich, auch schon im Kampf gegen diese komische Aquahüter benutzt, gegen die ich verloren habe. Naja, zumindest fast. Schön. Gut. So, dann haben wir hier. Irgendwas sagt mir, ich sollte hier. Erstmal Aaron heilen. Und dann zu Klon rundherum benutzen, um zu gucken, was es hier gibt. Ah. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, ich müsste da irgendwie. Oh, okay. Es funktioniert. Auch so. Autsch, das tat weh. So, Alter, dort stellen wir doch erstmal den. Was hast du da? Geh da hin. So. Den Götzen hin. Diese komische tanzende Puppe. Der dritte von vier Lichtstrahlen aktiviert. Einer fehlt noch. Ich weiß gar nicht, ob man. Ob das im Grunde auch schrittweise geht oder ob man zwangsweise alle aktivieren muss. Ansonsten bringt das überhaupt nichts. Ich glaube, man muss echt alle aktivieren, ansonsten ist der Effekt gleich null. Okay, und das bringt nichts. Jetzt bin ich verwirrt. Muss ich ihn dann nehmen? Oh, diese neue Golem. Und Tongargoyle. Aha, ein sehr musikalischer Gargoyle also. Na, schon wär's. Nee, ich fürchte, die meinen leider in dem Fall, ja, Ton wie Lehm. Apropos, Gaia! Und der ist auch noch dran. Ich mag Gaia, deswegen. Zyklonschlag! Oh, wobei Gaia wird auf den nicht so viel bringen, weil es ist Erde auf Erde, oder? Ja, es ist ein Erdgolem. Na komm. Geh weg, hier hast du Sarkophag, leg dich rein, dankeschön. Wer kommt auf die Idee, jemandem einen Sarkophag auf den Kopf zu knallen? Also wirklich, Cosma. Das ist nicht sehr nett. Und ich habe irgendwo, auch wenn ich nicht genau weiß wo, kann ich. Nein, kann ich nicht. Habe ich scheinbar einen Lichtstrahl übersehen. Wobei ich erinnere mich, wir haben ihn gesehen, aber wie kam ich da hin? So, du machst jetzt hier Epizentrum, du machst Heilaura, du machst. Tornado und du machst Tundra. So. Sollte schneller gehen. Weil was anderes ist wie effektiv. Ach, funktioniert schon mal doch. Dann ist egal. Der lebt ja immer noch. Scheiß Baum. Ich bin kein Baumschmuser, also geh weg. Verstehe ich sowieso nicht. Bäume schmusen. Je nach Rinde ist das gar nicht mal so schön. Ich weiß, ich sollte irgendwie auch ein bisschen trainieren, aber ich habe keine Lust, gegen die ganzen Gegner zu kämpfen. Mal gucken. Das sollte eigentlich. Genau, das könnte schon reichen. Genau. Habe ich jetzt Vertrauen in Cosma, dass. Ups, dass sie den. Alleine platt macht, dann geht er ganz gut. Cosma, wie du mein Vertrauen auch voll bestätigt hast, indem du erstmal daneben schlägst. Dankeschön. So, hier war die Irrsinnsblüte. Und komme ich da irgendwie runter oder was? Nee, komme ich gar nicht. Wie soll ich denn? So stehe ich jetzt nicht. Ich muss da runter, scheinbar. Habe ich wieder irgendwo den Weg übersehen oder was? Ich glaube, ich erinnere mich gerade.
Ich kann vor einem Baum nicht davon rennen. Also, ich sehe jetzt des Öfteren mal Bäume und normalerweise sind hier nicht so schnell. Weder im Wachsen noch im Laufen. Hey, wir haben neue Synergie mit Aaron. Zumindest sah es gerade so aus. Wieso kann ich vor einem Baum und zwei Bäume? Trotzdem, wieso kann ich vor Bäumen nicht davonlaufen? Das ist irgendwo peinlich. Naja, die Bäume leben, deshalb können sie sich überhaupt bewegen. Aber trotzdem. Ah! Und ich brauche dringend Auffrischung der Psynergie. Naja, vorm Boss gibt es ja bestimmt wieder einen Psy-Kristall. So, in dieser Tür waren wir noch gar nicht drin, ich Idiot. Lass mal gucken, was es hier gibt. Ja, scheinbar nichts. Und wieder der gute alte tanzende Götze. So. Und damit ist auch der letzte aktiviert. Jetzt möchte ich doch mal versuchen, mich wieder rauszuholen. Einfach weil es ein bisschen schneller geht, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gar keine Psynergie. Ja, Felix Psynergie ist gerade so fast auf Null gesunken. Ich könnte zurück nach Izumo laufen und ins Inn gehen. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich auch, das schneide ich aber für euch. Mal gucken. Fick dich, Gegner. Okay, erstmal mal anders. Darauf anzugreifen, ihr Säcke. Großartig. Ja, toll. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und nein, ich wollte nicht den Altar, ich wollte hier so, ja. Bin wieder voll. So, gut. Scheiß Gegner. ja, ich brauche jetzt nämlich noch ein bisschen Psynergie, deshalb wollte ich mich wieder ein bisschen auffrischen. Das Rätsel hatten wir doch schon gelöst. Hätte man das nicht abspeichern können? Jetzt muss ich es nochmal machen. So, da rein. Dich rüberziehen. Ich kann doch jetzt mit Aaron die ganze Zeit wieder Vermeidung benutzen. Allerdings... Weil wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Der Punkt ist, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich denke schon, dass wir vor dem Boss noch ein... Jetzt geht's natürlich wieder nicht. So. Ich denke schon, dass wir vor dem Boss noch mal ein Psy-Kristall kriegen, um uns wieder aufzufrischen. Aber wahrscheinlich wird es mir eh nichts bringen. Weil ich vor diesen Gegnern gar nicht fliehen kann oder so. Oder halt, weil die Vermeidung nicht reicht, um die Angriffe zu verhindern oder sowas. Deswegen, ja, hoffe ich jetzt einfach mal, dass die nicht so penetrant sind und mich mal schön gepflegt in Ruhe lassen. Ich hoffe es. Ich weiß ja, wie das ausgehen wird. Wobei, vielleicht gibt es in diesen Räumen auch einfach gar keine Gegner. Das wäre natürlich auch ganz nett. So. Wachstum. Genau, denn diese Pflanzen zeigen uns den Weg, an dem wir gehen müssen. Man könnte den Weg natürlich auch auswendig lernen. Ich kann ihn aber nicht auswendig, also... Tja. Es gibt, glaube ich, auch, wenn wir falsch gehen, irgendwo eine Truhe. Mimik, garantiert. Ach, ja, klar. Hatten wir noch keine hier in diesem Felsen, glaube ich, ne? Also. Freier Fall, ja, machen wir mal. Und du machst auch mal freier Fall. Plasma und Abyssal Polaris. Ist neu, ne? Ja. Schwächer. Ja, dann schwächt du mal unsere Verteidigung. Dann will ich platt machen. Feuer war, glaube ich, sehr effektiv auf dem Mix. Oh ja. War es. Alles gut. Und Polaros, nicht Polaris. Ja, mach nicht so viel Damage. Feuerfall. Können wir einen Rufer machen. Hm. Ja, Feuerfall. Tornado und Excelsior.
Oh, du kannst Fluch, das ist uncool. Fluch war, glaube ich, eine der Status-Effekte, die auch außerhalb des Kampfes weiter bestehen bleibt. Falls dem so war, ist das ziemlich uncool. Lass mal kurz sehen. Status. Ah, da nochmal, ja, doch gut, da war es nicht. Glücklicherweise nicht. Ich wollte jetzt sagen, nicht Fluch, genau, war das irgendwas anderes. Ja, auch ziemlich blöd gewesen. Gab es nicht noch irgendwo eine Truhe oder. Komm, es muss irgendwo ein Psy-Kristall geben. Kann man nicht, wahrscheinlich erst im Bossraum. Weiter nach rechts. Und. Ich weiß gar nicht, ob wir auch irgendwie anders dahin kommen würden oder ob wir exakt dem Weg folgen müssen oder wo wir sonst landen. Weiß ich nicht, ich habe es nie ausprobiert. Oh, Felix Psynegy ist leer. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Oh, ich kann sogar fliehen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Oh, Truhe. Rostige Keule, das ist schön. Doch ein Schmiedmaterial. Das Schmieden werde ich wahrscheinlich demnächst mal angehen. Nein, ich würde sie nicht anlegen. Das ist blöd. Ich hoffe, wir sind fast da, weil ich möchte jetzt nicht noch Jennas Psynergie auch noch verschwenden. Ich bin nämlich gerade ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob wir noch einen Psynergie-Kristall kriegen oder nicht. Komm schon. Immer noch nicht da. Rechts. Mensch, wann sind wir denn da? Nochmal nach rechts. Laufe ich im Kreis oder was? Wieso ist denn der scheiß Weg so lang? Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt kann Felix wieder einmal. Komm schon, irgendwie nach oben und dann Ende oder so. Ah, sehr gut. Endlich, die Schlange hat nun endlich genug. Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Ich werde dich noch vor dem nächsten Vollmond besiegen und Kushinada retten. Also gut, du sogenannter Wächter, lass uns sehen, wer von uns der Stärkere ist. Funktioniert ja gut. Eigenartig, er hat gar nicht reagiert. Trottel. Die Schlange ist durch das Drachenmal nicht ausreichend geschwächt worden. So kann ich sie nicht besiegen. Yay, Bossraum. Blöd, wenn ich das mache. Scheiß drauf. Ja, Bosskampf und ich sehe keinen Psy-Kristall. Das ist blöd. Kann nicht sein, dass ich mich hier. Es ist unfair. Erst werde ich dazu gezwungen, meine gesamte Psy-Energie zu verbraten, dann komme ich zum Boss. Nicht schön. Gar nicht schön. Sonne Kacke. Okay. Das heißt, entweder renne ich jetzt hier eine Stunde im Kreis, um mich wieder, ja. Ich bin jetzt ein Psy-Kristall für Felix. Na, ja, wobei, die Mikage-Schlange ist, glaube ich, ein Erdgegner, deshalb bringt Erd-Psy-Energie wahrscheinlich hier nicht viel. Na gut, ist auch egal. Jedenfalls, ja, toll. Nächstes Mal Bosskampf und wir dürfen uns vorher nicht wieder auffrischen. Das ist toll. Und dieser Bosskampf wird nicht ohne sein. Ich muss mir nur eine Strategie überlegen. Bis dann. Ciao.